Sonntag, 21 Uhr, perfekte Zeit zum Aufnehmen von Minecraft. Ganz genau, ganz herzlich willkommen zurück. Jetzt wisst ihr auch mal, wann ich immer so aufnehme. Komischerweise ist mir mal aufgefallen, ich nehme wirklich meistens Minecraft immer am Sonntag auf, weil ich immer nicht dazu komme oder nicht so Bock habe, unter der Woche das zu machen. Und samstags nehme ich meistens immer was anderes auf. Ja, ist nur mal so mir immer aufgefallen. Interessiert wahrscheinlich kein Schwein, aber egal. So, was ich ja liebend gerne mal machen möchte, ist ein Schwein zu reiten. Also nicht nur zu reiten, sondern auch zu lenken. Bloß das können wir ja leider noch nicht, weil uns Minecraft einfach keine Karotte schenken möchte. Egal, paaren wir halt ein paar Kühe. Halt, ich glaube, ich muss vorher ein paar Kühe töten. Was schnauft denn hier so? Schnaufen die Kühe so? Sehr gruselig. Klingt ganz seltsam. Schnaufende Kühe. Krass. Wieder ein neues, ein neuer Sound, den ich noch gar nicht kenne. Ja, und ich habe letztes Mal bei diesem Wüstentempel, der im Dschungel stand, wieder ein bisschen gefällt. Woher soll ich dann wissen, dass es dann noch weitergeht? Ja, ich bin da auch nicht immer so auf dem Laufenden, was die Updates angeht. Leck, leck. Deswegen, ja, man lernt ja aus seinen Fehlern. Alter, das ist einfach krass, ne? Ja, wie diese Scheißmonster mir die Frames kaputt machen, ey. Das gibt's doch nicht. Naja, gut. Egal, was steht heute an? Heute steht an, oh, vielleicht erstmal den Game-Mode ausmachen. Der ist noch an, weil ich vorher immer so ein bisschen rumfliege, damit das hier schon so ein bisschen generiert, die Welt. Wischt da? Immer diese Ausreden. Wir werden eine Schmiede bauen. Ganz genau. Habe ich es gleich mal vorne weggenommen. Aber ist ja nicht schlimm. 49 Steaks. Krass. So, hier haben wir noch 3 Eier. Ja, eine Schmiede soll es sein, weil es gibt ja jetzt auch Ambosse, mit denen man Waffen reparieren kann. Und den hätte ich sowieso gebaut. Und da habe ich mir gedacht, komm, bevor wir den einfach hier so irgendwo hinknallen, bauen wir doch einfach mal eine Schmiede. Passt ein bisschen besser. Können wir noch ein kleines Gebäude da unten neben dem Stall stellen, damit der auch nicht so ganz alleine da steht. Und ja. Ja, hier fehlt wirklich was im Kuchen, das stimmt. Das habe ich gegessen bei entweder der 250. oder 251. Folge, weil mir hat mal jemand vorgeschlagen, dass ich bei, also alle 250 Folgen ein Haps vom Kuchen esse, weil das sind ja 4 Hapse. Das heißt, beim 1000. Part, falls der dann überhaupt mal irgendwann kommt, essen wir dann das letzte Stück. Aber 1000 Parts, Alter, krass. Das würde ja dann, wenn man überlegt, also 300, also ich bringe nicht jeden Tag. Also sagen wir mal 300 Videos pro Jahr. Das heißt, das sind dann jetzt etwa noch bisschen über zwei Jahre, ne? Ja. Würde das jetzt noch dauern. Na, schauen wir mal. Okay, jetzt erstmal ein paar Fackeln. So, für die Schmiede habe ich mir natürlich, ja, ich hab's wieder vergessen, ich wollte mir ja die Materialien immer vorher zusammensuchen. Aber natürlich habe ich das mal wieder vergessen. Aber ich würde sagen, wir bauen die Schmiede aus denen. Ich weiß gar nicht, wie passt denn der Stein und Cobblestone zusammen? Passt der zusammen? Kann man die so zusammen bauen oder sieht das kacke aus? Versuche mal gerade irgendwie zu imitieren, so eine. Das sieht natürlich sehr geil aus. Ja, ist egal, probieren wir es einfach mal. Weil diese anderen Steine, die es noch gibt, die so andere Formen haben, die findet man ja bloß im Dschungeltempel. Da habe ich mir auch gedacht, Dschungeltempel, da gibt es ja diesen einen Stein, den man nicht craften kann. Den hätte ich auch mal ruhig mitnehmen können, aber an sowas denke ich immer nicht. Gut, also, die beiden Steine, aber ich denke, das wird nicht ganz reichen. Deswegen nehmen wir mal hiervon noch ein bisschen mit. Und von den Kobli-Steins auch noch ein bisschen. Okay, dann werden wir ein bisschen Lava brauchen. Das heißt, nehmen wir 2 Eimer mit. Ein paar Eisengitter können wir mitnehmen. Wir können mitnehmen. Man könnte vielleicht einen Schornstein machen. Ja, nehmen wir die mal auch mit. So.
vielleicht noch ein bisschen Glas. Und fürs Dach, das Dach machen wir nicht aus Holz. Eine Schmiede kann man, muss man aus Stein machen einfach. Was nehmen wir denn da für Treppenstufen? Ja, so große Auswahl haben wir jetzt da gar nicht. Man kann hier draus auch Stufen machen und eben auch da draus. Ich würde sagen, das entscheiden wir mal spontan. So, Gravel bräuchte ich noch ein bisschen. Okay. Noch was. Wir wollen eine Schmiede bauen. Eine Schmiede bauen. Ach ja, genau, den Amboss natürlich. Was kann man noch in so eine Schmiede stellen? Ich habe mir gedacht, so. Also so mit Lava, so ein bisschen, na, hier zum Schmelzen und so. Dann vielleicht zum Abschrecken. Wie heißt denn das? Zum Härten. Härten heißt es genau. Wasser. Noch was? Was hat man denn noch so in der Schmiede? In der Schmiede, in der Schmiede, in der Schmiede. Man könnte vielleicht eine Truhe mit ein paar Waffen oder so. Kann man Waffen schon an der Wand hängen? Nee, leider nicht. So, wollte ich jetzt noch irgendwas mitnehmen. Genau, ich wollte mir jetzt, warte mal, gib mal her ein bisschen. So, wir machen uns mal einen Amboss. Kann man den Amboss eigentlich wieder abreißen? Ich weiß es gar nicht. So, einen Amboss baut man, indem man sich drei so eine Eisenblöcke macht. Und damit kostet so ein Amboss ziemlich viel Eisen. So, und dann kommt das nämlich da oben hin und tada, ein Amboss. Ein Anvil. Na, ich platziere ihn jetzt mal lieber nicht, dass wir den nicht mehr abreißen können, wer weiß, und dann, das wäre Kacke. Deswegen gehen wir jetzt mal auf nach unten. Ja, genau. Setzwild, Fackeln. Wie sieht's denn aus? Wird schon gerade wieder dunkel? Sollen wir vorher nochmal schlafen gehen? Ja, war ja klar. Ja gut, dann können wir die Zeit nutzen, um hier ein bisschen Getreide zu ernten. Mit unserem vollen Inventar. Ja, so sonderbar. Verdammt. Ja, ist egal. Dann lasse ich es jetzt liegen. So, will dann nur schlafen gehen. Übrigens, gestern, Achtung, Werbung, kam der erste Part, wenn ich das jetzt recht so im Kopf durchgehe. Gestern kam der erste Part von einem kleinen Minecraft Together, einer kleinen Adventure Map, und zwar nennt sich die Herobrine's Mansion. Eine richtig geile Map. Also für mich war das die geilste Adventure Map ever. Also echt, also zumindest einen Blick könnte man ja mal reinwerfen. Deswegen, also kann ich euch echt nur empfehlen, die Map ist hammergeil. Also wir kamen da aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Deswegen, ja, einfach mal auf dem Kanal vorbeischauen. Scheiße Werbung. So, lass mal schlafen hier. Lal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 
Da backen sich Schafe immer rein. So, ich wollte hier nämlich, aber ich denke, das können wir später auch nochmal machen, so einen Weg hier langziehen, so einen kleinen Kiesweg, der dann hier zu den Gebäuden führt. So, die Schmiede. Wo können wir hier die Schmiede hinpacken? Wo könnte das denn ganz gut aussehen? Gegenüber? Dann, nee, daneben nicht. Nee, daneben nicht. Ich würde eher sagen, da. Genau da. Hier so. Hier ist schön eben. Also fast eben. Da reißen wir hier das noch weg. Diese kleine Dreckinsel hier. Und dann. So groß soll die auch gar nicht werden. Ich meine, es ist ja nur eine Schmiede, ne? Deswegen, die muss ja nicht so unheimlich groß werden. Ich guck mal, ich mach mal die Monster wieder an. Das ist oben immer so sau extrem, einfach weil die Monsterfalle so in der Nähe ist. Ach ja, jetzt können wir nichts mehr aufnehmen. Ah, das ist natürlich. Ach, guck mal, wir haben ja da noch, genau. Unser. Hätte ich ganz vergessen, Crafting Table und ne Ding steht ja auch noch hier. Können wir mal ein bisschen was reinpacken hier? So und so. Das Schwert kann ja auch mal rein. Die Samen. So, haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Warte mal, da sind noch 6 Fackeln drin. Die können wir mitnehmen. So. Mom, 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 mom. Gut. Okay. Ah, heute ist übrigens der 11.11. hier so. Karnevalsanfang anfangen ist das, ne? Jo. Wie steht ihr zu Karneval? Macht ihr sowas mit? Oder eher nicht? Da ist ja immer Köln ganz berühmt für. Also ich war noch nie bei so einem großen Karnevalfest, muss ich ehrlich sein. Aber interessieren würde es mich schon mal, ja. So, ja, wo knallen wir das hin? Also erstmal müssen wir hier jede Menge Gras. Warum gibt es eigentlich keinen Rasen mehr? Also ich wäre dafür, in Minecraft sollte man definitiv einen Rasen mehr einführen. So. Okay. Muss reichen. Ja. So, sieht das ja gut aus. Bringen wir das. Ne, auf die gleiche Ebene. Nee, das machen wir nicht. Dann ist es halt ein bisschen tiefer, ist ja nicht so schlimm. Ich will das ja auch noch nicht alles noch aufschütten hier mit Dreck und so. Das ist ja so umständlich. Deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Aber ich würde mir trotzdem gerne noch ein paar mehr Stone Bricks machen. Ich weiß nicht, 52. Oh, das könnte ein bisschen knapp werden. Komm, machen wir mal 2 Stacks hier. Machen wir mal. Machen wir mal. So. Gut. Okay, dann einfach mal drauf los. Ja, keine Ahnung, nichts vorgebaut. Ist hier wieder sehr spontan alles. Machen wir das quadratisch? Machen wir das in einem schnicken Rechteck oder? Oder wie? Oder was? Oder. Sowieso. Eine Schmiede. Ah, ich glaube, die müssen wir nicht so, nee. Ich würde mal sagen, machen wir mal einfach. Haben wir eigentlich schon. Davon gibt es auch Mostones, ne? Ja, ist egal, es ist eine Schmiede. So, dann ziehen wir einfach mal kurz hier hoch. Boah, wie ich einfach mal gar keinen Plan habe. Okay, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, weil das dann so reingesenkt ist in die Erde, ne? Ja, stimmt, warte mal. Ich glaube, dann setze ich das doch noch ein bisschen weiter hier so rein. Okay, vielleicht noch nicht. So. Okay. 4 hoch, denke ich, oder? Reicht das? Ja. Dann machen wir das einfach mal bis. Ja, bis hier so. Sollte auch relativ schnell gebaut sein. Ist ja nicht so groß.